Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney unter der Asche, aus der Asche. Ich vergesse den Titel alle zwei Minuten. So, gibt's ein Problem mit dem Schuh? Ich würde sagen, es gibt ein Problem. Wenn mich nicht alles trügt, gibt es hier ein wichtiges Problem bei dem Beweis. Einen klaren Widerspruch. Scheiße. Ich glaubte mich nicht. Egal. Dieses Funkeln in ihren Augen. Sie sind noch Junganfänger. Ich würde ihnen ja jetzt gepfefferte Fischinnereien geben. Aber sie würden der Hitze nicht standhalten, oder? Hören wir uns an, was Herr Wright zu sagen hat. Was ist der Widerspruch bei dem Schuh des Opfers? Zeigen Sie uns das Problem bei diesem Beweis. Es wurde ja gerade gesagt, es könnte ein wichtiger Hinweis sein, deswegen mache ich es einfach mal auf gut Glück. Immerhin, die Musik hört auf, könnte richtig sein. Ich frage mich, ob Ihnen aufgefallen ist, dass sich Blut unter der Sohle dieses Schuhs befindet. Legen Sie sich nicht mit mir an, Anfänger. Oh, das wird Ihr Blut unter meiner Sohle sein. Hm, das ist wirklich etwas... da ist wirklich etwas Blut unter der Sohle des Schuhs. Das ergibt Sinn. Das Opfer wurde mit einem Messer erstochen. Was bitte stellt an dem Blut... Was? Was bitte stellt an Blut unter der Sohle einen Widerspruch dar? Woher sollte ich das denn wissen? Weil sie ihn im Kofferraum getötet hat. Oder? Hat sie ihn danach in den Kofferraum gelegt? Ich muss mir die Mordakte nochmal angucken. Warte mal, der Autopsiebericht meine ich. An Blutverlust gestorben, eine Messerwunde, starb zwischen 16 und 16 Uhr, prüfen. Das habe ich noch gar nicht so genau angeguckt. So, Name des Verstorbenen, Bruce Goodman, oder habe ich es doch? Todeszeitpunkt, bla bla bla. Blutverlust durch Brustverletzung. Wunde wurde durch 12 cm langes Messer verursacht. Es gibt eine einzelne Stichwunde. Bei einer einzelnen Stichwunde ist jetzt nicht wirklich so viel Blut, dass es unterm Schuh kleben würde. Problem ist nur, ich darf jetzt nicht speichern, wenn ich hier sowas habe. Deswegen... Also es könnten zwei Sachen richtig sein. Entweder das Foto oder der Bericht. Oder sogar das Messer. Die Mordwaffe gefunden in Edwards Werkzeugkasten. Opferblutspuren, keine Abdrücke. Nee, das Messer ist garantiert nicht richtig. Wo hat sie ihn getötet? Sie hat ihn doch... Obwohl, sie hat ihn garantiert nicht vorher im Kofferraum getötet. Nee, Quatsch. Es sollte eigentlich der Bericht sein. Hoffentlich. Scheiße, oder? Ich schätze, auf ihrem Schuh ist auch Blut. Sie haben sich gerade in den Fuß geschossen. Arg. Möchten Sie, dass ich Sie mit meinem Absatz zermalme, Herr Wright? Mann, schweres Publikum. Herr Wright, gehen wir wissenschaftlich ran. Untersuchen wir den Beweis. Das haben wir doch schon getan. Wie ich mir dachte, reine Zeitverschwendung. Tja, das war eine nette Pause. Kommen wir nun zur Aussage zurück, ja? Aber... Ey! Ja, ich kann jetzt natürlich nicht den Part beenden, aber... Alter... Es muss ein Problem geben. Ich muss einen Cut machen. Ich füge das hinterher zusammen. Also, wir sehen uns wieder nach einem kurzen Cut. So, da bin ich wieder nach einem kurzen Cut. Ich habe nachgeguckt und ich lag gar nicht mal so falsch. Das Foto ist der Beweis. Allerdings nicht wegen dem Kofferraum, dass er da drin vielleicht ermordet wurde. Sondern weil hier ja gar kein Blut am Boden ist. Es ist eigentlich so offensichtlich und ich habe es nicht gesehen. Ich Blindfisch. Wobei ich sagen muss, es ist auch schon ein bisschen spät, ne? Deswegen, vielleicht liegt es auch daran. Egal. Lass mich diese Entschuldigung einfach nehmen, okay? Das Problem liegt im Fußabdruck begründet. Dem Fußabdruck? Beachten Sie, dass die Sohle des Schuhs des
Opfers mit Blut bedeckt ist. Und? Ist es dann nicht seltsam? Warum waren keine blutigen Fußspuren am Tatort zu finden? Aha! Wie Sie sehen, gab es keine Spur solcher Fußabdrücke am Tatort. Das widerspricht Ihrer Aussage zu diesem Schuh. Das Bild zeigt nur einen Teil des Bodens. Vielleicht gab es also doch blutige Spuren dort. Hätte es Blutspuren gegeben, wären sie gefunden worden. Wir haben den Tatort untersucht und nichts dergleichen gefunden. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Nun, Zeugen? Was? Hä? Ich, Gut gemacht, Herr Wright. Aber es stimmt, dass das Fehlen von Fußabdrücken einen Widerspruch darstellt. Aber dann müssen wir uns fragen, warum es keine Fußabdrücke gab. Oh, das stimmt. Es muss einen Grund für das Fehlen der Fußabdrücke geben. Denken Sie nach, Herr Wright. Denken Sie nach. Weiß ich nicht. Ich möchte speichern. Ja. Ich hoffe, ich schreie nicht so laut rum, dass jetzt irgendwie gleich meine Mutter runterkommt. So, bist du bescheuert, hier so rumzuschreien? Wir haben schon 0 Uhr. Naja, egal. Passt schon. Nur noch dieser Part, dann höre ich für heute auch auf, Felix weiter aufzunehmen. Oder für diese Nacht besser gesagt. Hey, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum sie fehlen. Ich bin nur gut darin, Widersprüche zu finden. Was? Ich verstehe. Jetzt verstehe ich es. Verstehe was? Unsere Zeugin ist noch fieser, als ich gedacht habe. Wir wurden bis ins Letzte getäuscht. Aber sie hat sich verraten. In ihrer Aussage steckt ein Hinweis auf die Wahrheit. Wovon sprechen Sie? Erinnern Sie sich daran, wie sie uns von der Verhaftung der Verdächtigen erzählte? Die Generalstaatsanwältin wollte sich wehren, aber ihre Versuche scheiterten. Sie stieß meine Hände beiseite, stieß dabei ein Ölfass um. Oh, sie ist hübsch, aber tödlich. Eine Jägerin, eine Leopardin. Ich dachte mir, das wäre ein seltsames Verhalten für eine sonst so bedachte Chefin. Auf jeden Fall. Jetzt möchte ich Ihnen, Zeugin, eine einfache Frage stellen. Dieses Ölfass, war es leer? Oh, das... Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Einstellung mag, Herr Edgeworth. Auch wenn Sie anscheinend nicht das langsamste Band in der Lunchbox-Fabrik sind. Zeugen, also, war das Ölfass leer? Das Ölfass, das die Generalstaatsanwältin umwarf, war randvoll mit Wasser. Wasser? Was bedeutet das? Verstehen Sie es immer noch nicht, Herr Wright? Wollen Sie den Grund wissen, warum sie es umgeworfen hat? Den wirklichen Grund? Aha! Sie meinen doch nicht etwa... Ja, die Verdächtige warf das Ölfass aus einem einzigen Grund um. Um die Blutspuren zu verwischen, die gegen sie verwendet werden könnten. Oh. Das passt gut zusammen. Scheiße. Die Blutspuren am Schuh des Opfers zeigen ihre Verbindung zum Mord deutlich. Dann, nachdem die Tat begangen war, warf sie das Fass um, um die Spuren zu beseitigen. Nun, das ist die Spezialität eines Staatsanwalts, Spuren beseitigen. Das erinnert mich daran, Frau Skyes rechte Hand war verletzt. Sagte sie nicht, sie hätte sich geschnitten, als sie ihn erstach? Also ist das Blut meiner Schwester auf dem Schuh... Das passierte in diesem Moment? Nun, ich sehe keinen Grund, dieses Verfahren noch länger fortzuführen. Herr Wright, unternehmen Sie etwas, bitte! Was kann ich tun? Deine Schwester hat das Verbrechen gestanden und versucht es zu vertuschen. Aber... Genug. Es gibt keinen Grund für weitere Debatten. Das Urteil, Euer Ehren. Nun gut. Aber Angel Starr ist auf Seiten der Staatsanwaltschaft. Sie könnte in Bezug auf das Wasser lügen. Das stimmt natürlich. Weil es ist ein Ölfass, da könnte auch durchaus Öl drin gewesen sein.
Und außerdem, war das Fass da schon umgeworfen? Hatte sie ihn da schon ermordet oder nicht? War das Fass schon umgeworfen? Man weiß es nicht, weil dann müsste doch auch Flüssigkeit hier irgendwo eigentlich auf dem Boden sein. Hier vorne so ein bisschen was von einer Pfütze und ich sehe keine Pfütze. Deswegen. Dieses Gericht befindet die angeklagte Frau Lana Sky. Moment mal! Oh, kleines Mädchen. Was hast du gerade gesagt? Ach, sie hat es mal wieder gerufen. Hä? Ich? Hast du gesagt, dass ich, Angel Starr, auf der Seite der Anklage wäre? Nun ja, das sind sie. Sie sagen, meine Schwester habe Beweise vertuscht, indem sie die Spuren beseitigte. Gut. Ich dachte, ihr wärt satt, aber hier steht ihr und verlangt einen Nachschlag. Eine weitere Lunchbox, eine Lunchbox mit dem Namen Beweis. Moment, Zeugen, sagen Sie mir nicht, Sie haben noch etwas parat. Sie waren bereits beim Urteil angelangt, Euer Ehren. Jeder weitere Kommentar stellt eine Missachtung des Gerichts dar. Eure Drohungen schrecken die Ausspuckkönigin nicht. Seht euch das an. Ein Foto? Ist der Schuh dann nicht von... Stimmt, der Schuh ist sowieso vom Opfer und nicht von ihr. Okay. Ich habe es gemacht, um vorbereitet zu sein, wenn einer behauptet, der Schuh gehöre nicht dem Opfer. Hm. Bei diesem Beweis sehe ich keine Möglichkeit für Zweifel. Herr Wright, warten Sie. Sehen Sie sich den Asphalt auf dem Boden an. Hey, er ist eindeutig feucht. Scheiße. Stimmt, hier ist die Flüssigkeit zu sehen. Verdammt. Das vertreibt die letzten Zweifel aus dem Geist des Gerichts. Unmittelbar nach dem Mord wurde der Tatort mit Wasser gereinigt. Es tut mir leid, Herr Wright. Ich schätze, ich konnte Ihnen letztendlich doch nicht helfen. Es ist nicht deine Schuld. Ich wusste gleich, dass dieser Fall nicht zu gewinnen war. Und es scheint, als wäre das genau das, was deine Schwester wollte. Es tut mir leid, Mia. Ich bin jetzt mal ganz gemein, aber da es halt wirklich schon spät ist und ich total schlechte Gewissen habe, hier so viel noch rumzuschreien, werde ich jetzt hier einen ganz gemeinen Cliffhanger draus machen. Ich weiß selber nicht, was jetzt als nächstes passieren wird. Aber ich werde jetzt hier einen Cut machen. Mit dem, was ich zusammenfüge, wird das wieder ein süßer kleiner Mini-Part. Und dann werden wir beim nächsten Mal hoffentlich eine Rettung in letzter Sekunde erleben. Durch wen oder was auch immer. Vielleicht kommt Larry ja wieder rein, ne? Wer weiß das denn schon? Ich habe keine Ahnung. Oder Gamschuh oder was weiß denn ich was, ne? Auf jeden Fall kann es ja nicht so enden, ne? Das geht natürlich nicht. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, ne? Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao.